Was passiert mit den Menschen, die jetzt kein Einkommen haben? Wir haben ja ganze Branchen, die jetzt brach liegen und wo Selbstständige, Freiberufler betroffen sind. Wie wird das jetzt abgesichert? In der Tat, das ist ein großes Problem. Also wir haben nicht nur gesundheitliche Herausforderungen, sondern für Kleinstunternehmen ist jetzt die Absage von Messen, von Veranstaltungen wird zum richtigen Problem. Und deswegen meine ich, müssen wir als Politik, brauchen wir unbürokratische Hilfen für Kleinstunternehmen, für Solo-Selbstständige. Ich glaube, wir müssen über auch ganz ungewöhnliche Maßnahmen nachdenken, wie soziale Garantien, wie eine Art Pandemie-Überbrückungsgeld, wo man nicht das, was jetzt bei Hartz IV gilt, erstmal alles Aufgesparte inklusive der Altersvorsorge aufbrauchen muss, bevor man eine Überbrückung bekommt, sondern da brauchst du jetzt neue Wege.